Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuschauer, und recht herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Test. Und zwar sitze ich hier schon im Fahrzeug von Marmeladenbrötchen. Der Kollege war wieder fleißig und hat ein 7710 7810 zusammengemottet. Das Fahrzeug ist sehr, sehr interessant an dieser Stelle. Es ist sehr, sehr qualitativ. Darauf gehen wir natürlich in diesem Video, aber natürlich etwas gesonderter ein. Wie immer werden wir uns IC angucken, wir werden uns Shop angucken, wir werden uns Licht angucken, wir werden reinhören, wir werden fahren und wir werden natürlich auch zu einem Fazit kommen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Fangen wir zunächst mit dem Shop an. Ihr findet das Fahrzeug unter mittelgroße Traktoren, scrollt dann entsprechend ja noch ein bisschen nach hinten, je nachdem wie viel Mods habt, und findet hier den John Deere 7710 bis 7810 zu einem Basispreis von 73.000 Euro. Standardmäßig, wir fangen natürlich bei der Motorausführung an, haben wir den 7710 Power Quad, und mit Power Quad ist entsprechend das manuelle Getriebe gemeint mit verschiedenen Abstufungen. Das werden wir natürlich auch ausprobieren. Darüber hinaus gibt es natürlich den 7810 Power Quad. Ihr seht schon 2020 Getriebe. Power Quad Vanilla. Warum gibt es das Ganze? Die Getriebe, also das Power Quad Getriebe, sowie auch das Getriebe, was gleich noch kommt, sind nach realem Vorbild, nach realen Gangübersetzungen gebaut. Hier haben wir ein Power Quad Vanilla, was nach Spielübersetzungen, sage ich mal, nach dem Vanilla-Spiel gebaut ist, also nach Standard-Gang-Übersetzungen des Basisspiels, und unter Nutzung der Automatik fühlt sich das entsprechend besser an. Also wenn ihr Automatikspieler seid, Tastatur oder was weiß ich, nehmt entsprechend Power Quad Vanilla. Oder eben, ihr habt dann das Power Shift, das kennt man sicherlich, man klickt das von 1 bis 19 dann entsprechend durch und hat dann nochmal 7 Rückwärtsgänge. Das ist hier natürlich auch mit dabei, auch im 7810er. Nur das Power Quad ist entsprechend als Vanilla auch für die manuelle Gangschaltung mit verfügbar. Reifen ist natürlich auch wieder alles Mögliche dabei, wie wir das bereits schon gewohnt sind. Und natürlich auch in verschiedenen Maßen mit Radgewichten, ohne Radgewichten. Also da gibt es auf jeden Fall etliches. Geht sogar bis dahin, dass es beispielsweise unter Michelin auch hier so eine 2,25 Meter Spurbreite gibt. Habe ich beim 7810 noch nicht gesehen. Sehr, sehr cool, dass es hier entsprechend mit drin ist. Kotflügel vorne haben wir alt schmal. Je nachdem, wenn wir jetzt richtig dicke Schluffen drauf machen, könnten wir auch alt breit wählen. Wir könnten aber auch neue Kotflügel wählen, die wir ja vom 6R etc. pp. Kennen. Das Ganze ja, etwas neuer zu gestalten. Es kann ja durchaus sein, dass die alten mal kaputt gegangen sind und man sich irgendwo beim Händler neue gekauft hat. Also, ja, finde ich ganz cool, dass es hier mit dabei ist. Rund um Leuchten können wir wählen links, links 2, links und rechts. Rechts allein gibt es nicht. Und bei links 2 hat man hier die Leuchte hier angebaut. Das sieht aus wie nachträglich irgendwie. Ist immer so typisch, Marmeladenbrötchen, so eine kleinen Details irgendwie mit reinzunehmen.
Fände ich ziemlich cool. Bei den Kotflügeln hinten handelt es sich um extra Arbeitsscheinwerfer, die wir für 300 Euro zusätzlich dazu buchen können. Bei der Blinkerhalteroption, die wir hier haben, ist natürlich hier der Blinkerhalter gemeint. Hier können wir extra Arbeitsscheinwerfer dazu nehmen oder eben auch Topscheinwerfer. Ob das einen Unterschied macht, schauen wir uns dann natürlich im Lichttest an. Extra Hydraulik-Öltank. Wieder so ein kleines, schönes Detail, typisch Marmeladenbrötchen. Wenn wir den auswählen, baut sich der ganze extra Hydraulik-Öltank hier auf. Ich weiß nicht, ob man dann höhere Hydraulikdrücke irgendwie machen könnte, real betrachtet, um Geräte schneller zu heben und zu senken oder zu drehen. Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Auch optional ist ein Heckscheibenwischer, den wir hier mit anbauen können. Ich meine, wenn es im LS die Möglichkeit gäbe, dass die Scheibe wirklich richtig voll mit Regen wird und nur der Wischbereich leer gemacht wird oder frei gemacht wird, wäre das sicherlich schön. Hier ist es ein schönes Detail, nur leider ist es im LS mit dem Regen halt so eine Sache. Ist wahrscheinlich zu viel Performance. Natürlich darf eine Werkzeugkiste nicht fehlen, die können wir für 50 Euro dazu buchen. Schauen wir uns dann natürlich auch nochmal näher an. Der Lenkradknauf, auch den können wir dazu wählen, haben wir hier. Kein Schondierknauf, sondern ein Basisknauf. 10 Euro extra, faire Sache. Einen anderen Knauf gibt es dafür auch nicht. Schön, dass das wieder mit dabei ist und es sieht auch sehr, sehr schick aus vom Detailgrad her. Schauen wir uns auch nochmal ein bisschen näher an. Hydrauliksteuergeräte. Wir haben jetzt zwei Hydrauliksteuergeräte. Und können noch welche dazu nehmen. Ist ein bisschen friemlich. Wir haben zwei Steuergeräte hier. Eins und zwei. Hier kommt das dritte hinzu. Und wir können noch ein viertes dazu wählen. Das ist ziemlich cool. Und auch von innen sieht man das. Wir haben eins und zwei. Drei. Und das vierte Steuergerät. Also auch hier können wir... beziehungsweise sehen wir, wenn Steuergeräte dazu konfiguriert werden. Bleiben wir gleich drin. Wir können hier ein Funkgerät dazu buchen. Kostet 60 Euro, kann sicherlich nichts. Ist aber ein schönes Detail, finde ich ziemlich cool. Gerade bei den alten Maschinen willst ja Funk auch irgendwie vielleicht mit drauf haben beim Maisfahren etc. pp. Ja, wieder ein schönes Detail. Wir haben hier einen Gewichteträger leer. Wir haben natürlich auch Gewichte hier mit am Start. Bis 900 Kilo als Gewichtsplatten. Oder eben als Pickup-Gewicht, was hier direkt fest dran ist. 1150 Kilo gibt es ja auch noch. Oder wir haben eben die wunderschöne Degenhardt Fronthydraulik. Das Ganze auch optional mit Zapfwelle erhältlich. Rohrgewändemanagement, das gehört wieder nicht zum Mod. Ihr kennt das Spiel bereits. Das ist ein Skript. Ich nehme es immer mit rein, um zu gucken, gibt es hier eine Integration seitens DBL? Ich denke mal im 7810 jetzt weniger. GPS ist ebenfalls, also Guided Steering, ebenfalls nicht Bestandteil des Mods, aber wird in fast jedem Mod mittlerweile integriert. So auch hier der Fall. Wir haben hier einmal den Starfire-Empfänger. Ich denke mal, das ist ein 6000er. Ja, genau, hier steht es auch, ein 6000er. Ist entsprechend verkabelt. Wir machen das nochmal weg und gehen in den Innenraum. Und wenn wir das dann dazu nehmen, sehen wir schon sehr schick, sehr, sehr schick. Wir haben hier das Standard-Lenkgestänge. Und hier, wenn wir GPS mit dazu nehmen, haben wir hier diese GPS-Lenkung plus eben unseren entsprechenden Monitor. Sehr, sehr cool umgesetzt. Bleiben wir gleich drinne. Hebelfarbe können wir auch wählen. Standard Orange, Gelb oder Rot. Wusste ich gar nicht, dass es die Untertrennung gibt. Ich meine, letzten Endes kannst du dir ja alles customizen in der realen Welt. Also ja, warum nicht? Ich lasse das hier mal Standard Orange. Auspuffgitter standardmäßig schwarz lackiert. Können wir natürlich auch aus Edelstahl auswählen. Sieht dann so aus. Ja, und die Kennzeichenhalter, Vorname, Kennzeichen im Kühlergrill. Hinten haben wir den Kennzeichenhalter hier. Kennzeichen sind also mit dabei. Und ja, wenn man den so ausstattet und ich sag mal jetzt, nehmen wir einen 7810 mit Powerquad, sind wir bei runden 112.900 Euro angelangt. Bei dem Fahrzeug ist jetzt ein Standard-Sound verbaut. Es gibt aber von den Acker-Designern einen Custom-Sound, den ich hier an dieser Stelle empfehlen werde. Ihr seht jetzt hier das Thumbnail von dem Video oder was ich dazu mal gemacht habe. Verlinke ich euch entsprechend auch in der Videobeschreibung. Wäre eine Empfehlung zum Austausch. Und da steht der 7810 jetzt auch vor uns. Wir schauen uns mal eben die Interactive Control Option an. Die DBL-Funktion und so weiter und so fort. Also so ein bisschen der Detailblick auf das Fahrzeug. Ja, gehen wir einmal ran. Beginnen wir mit Interactive Control. Wir können natürlich die Tür öffnen. Custom Sound habe ich jetzt hier nicht gehört. Sound ist nicht mit dabei. Es gibt ja da draußen aber auch viele Fahrzeuge, die entsprechende Interactive Control Sounds haben. Da kann man das sich natürlich auch rausziehen. Ich sehe hier eine Option beim Werkzeugkasten.
Ach, den können wir ausblenden. Wenn wir ihn mitgenommen haben, können wir ihn ausblenden. Und haben dann hier so ein bisschen einen Blick runter auf das Fahrzeug, weil detailliert ist das schon echt ordentlich, muss man sagen. Jo, hier können wir entsprechend einen Schmutzfänger abnehmen. Das ist, ja, anwendbar beim Silagefahren, habe ich gelernt, beim Silofahren, damit sich das ganze Material nicht dazwischen irgendwie verstopft. Auch sehr cool. Händlerbeklebung sehe ich hier. Landtechnika Nürnberg, Vertrieb, Service, Dienstleistung, John Deere aus Schellenberg. Cooles Detail mal wieder. Ich liebe solche Sachen. Ich liebe einfach solche Detailsachen. Ob wir hier vorne noch irgendwas machen können, also ich denke Hydrauliksteuerung können wir von hier aus definitiv nicht machen. Wenn, dann wären das maximal hier irgendwie, komme ich da ran? Ja, hier, die Hebel. Ob da aber was dahinter steckt, ich weiß es nicht. Wir hängen dann natürlich mal was dran, um das Ganze uns etwas näher anzuschauen. Die Beifahrertür können wir ebenfalls öffnen. Sehr schön. Heckhydraulik, weiß ich nicht, ob wir da irgendwas machen können. Ich habe jetzt hier erstmal keinen IC-Punkt, auch da werden wir, ja, jetzt erstmal was anhängen, um das Ganze auszuprobieren. Da haben wir nämlich auch noch einen PTO-Knopf. Wir schauen mal eben, ich hänge da mal eben schnell was dran. Ich habe wieder testeshalber so eine Kreiselegge angekoppelt und siehe da, jawohl, wir haben hier die Bedienung. Für die Zapfwelle eine Bedienung. Für eine Hydraulik haben wir aber nicht, wobei ich auch nicht glaube, dass dieser Nippus hier für die Hydraulik ist. Eine Hydrauliksteuerung von außen haben wir an der Stelle nicht. Ich weiß nicht, was dieser Nippus hier entsprechend ist. Ihr könnt mir das ja gerne mal in die Kommentare schreiben, für diejenigen, die sich mit dem 7810 entsprechend auskennen. Das würde mir helfen. Ich hänge das Ganze jetzt mal eben schnell vorn dran. Mal gucken, ob wir da noch irgendwas machen können. Einmal vorn angehangen, gehe ich mal zu dem Punkt. Nee. Hier können wir nichts machen. Ich zoome mal ran. Vielleicht, ich denke mal, da sind auch nur so Hydraulik-Anschlussmöglichkeiten. Und die, ich denke mal, man könnte hier die Hydraulik sperren. Aber für eine Bedienung irgendwie von außen, um hier irgendwie Geräte abzusenken, ist das auch prinzipiell nicht angedacht. Also ich denke, das ist real betrachtet hier auch nicht möglich. Auf jeden Fall nach wie vor, wir sehen dort noch ein Typenschild. Das ist nicht ausgefüllt, okay, aber es ist schon toll, was für ein Detailgrad hier herrscht. Muss man ganz klar so sagen. Wir befinden uns jetzt im Fahrzeug und falls man das im Hintergrund hört, da sind sie mit dem Presslufthammer zugange. So, also die Tür lässt sich natürlich auch von innen öffnen und schließen. Die Armlehne lässt sich hoch und runter machen, dabei wechselt auch das IC-Symbol, finde ich sehr, sehr schön. Wir können natürlich das Fahrzeug starten, das werden wir auch direkt mal machen, nicht, dass wir uns noch irgendwelche Funktionen entgehen lassen. Kupplung wird dabei getreten, Schlüssel wird gedreht, sehr, sehr cool. Wir können hier die ganze Lenkradkonsole zu uns ranziehen und wir können hier drehen und das Lenkrad weiter zu uns hochziehen. Das funktioniert auch sehr, sehr schön. Ich klappe das mal hoch, dann kommen wir hier noch ein bisschen besser an die anderen IC-Punkte und zwar Blinker links und Blinker rechts. Das können wir hier bedienen. Wir haben hier die ganze Lichtsteuerung, wo entsprechend auch der Hebel bzw. das Drehrad immer weitergeht. Also auch schön animiert, sehr, sehr cool. Warnblinker können wir hier bedienen, das ist mit am Start. Ansonsten ist es hier, glaube ich, an der Lenkkonsole erstmal nichts weiter. Was haben wir hier? Wir haben hier schon die erste Dashboard-Live-Integration im Sinne der Minimap, die wir hier sehen können. Ich blende mal das F1-Menü ein. Haben wir hier vielleicht noch andere Seiten? Ne, andere Seiten sehe ich hier nicht verbaut. Dann können wir allerdings auch, wenn wir GPS nicht benötigen, was wir jetzt hier ja optional konfiguriert haben, können wir den Monitor auch einfach ausschalten, wenn wir das einfach nicht wollen. Gut, was sehen wir hier noch? Wir können natürlich die Tür hier auch öffnen. Sound wird entsprechend lauter und auch wieder leiser. Das gleiche natürlich auch bei der Tür. Wir haben hier den Fahrtrichtungswechsel, den wir hier per IC triggern können. Okay, sehr interessant. Wir haben hier Anbaugeräte vorn senken. Ich habe vorn mal noch ein Mähwerk drangehangen. Das passt. Wir können auch die rechte Armlehne heben und senken. Sehr cool. Was haben wir hier eigentlich? Kopfstütze. Die können wir ausfahren und wieder einfahren. Sitz steht hier, Grammer.
Ich nehme mal an, das ist ein besonderer Sitz. Modelltechnisch alles sehr, sehr, sehr ordentlich, sehr, sehr schick. Was haben wir hier noch? Wir haben hier ein kleines Knöpfchen, Anbaugeräte hinten senken. Das funktioniert auch wunderbar, sehr schön. Wir haben hier Anbaugeräte PTO hinten. Da zieht er auch wunderbar an und klappen wir das nochmal hier runter. Haben wir nämlich hier hinten noch ein kleines Knöpfchen für die Rundumbeleuchtung. Und das, wie wir sehen können, funktioniert auch wunderbar, sehr schön. Eine Steuerung für die vordere PTO haben wir jetzt hier nicht. Man kann ja hier entsprechend die Zapfwellenumdrehung einschalten. Für die vordere weiß ich gar nicht, wo das dann entsprechend wäre. Was ich hier auf jeden Fall sehe, ist, dass hier schon eine Allrad- und Diffsternautomatik am Start war beim 7810er. Interessant, krass. Jo, hier oben geht's noch weiter. Wir können das Radio an- und ausschalten und wir können entsprechend die Radiosender durchswitchen. Auch sehr cool. Heckfenster lässt sich natürlich öffnen. Sound wird auch ein bisschen lauter, wenn wir das machen. Und das war's entsprechend hier, was die IC-Punkte im Innenraum angeht. Gehen wir über zu Dashboard Live. Bei der Dashboard Live-Integration geht es darum, jetzt mal so ein bisschen herauszufinden, was hier alles animiert ist. Das muss nicht immer auf Bildschirmen stattfinden, sondern kann auch ganz normal mit irgendwelchen Symboliken stattfinden. Beispielsweise hier vor uns das Parksymbol. Wenn ich die Parkbremse anziehe, wird das Parksymbol auch entsprechend aktiv geschalten. Hier wollen wir das nochmal schön zeigen. Ich guck mal eben, ob wir PTOs irgendwie angezeigt haben. Die hinteren nicht. Das Mähwerk muss ich erst ausklappen. Da haben wir es. Die vordere PTO ist hier entsprechend angezeigt. Ich weiß nicht, ob man das Lenkrad hier... es lässt sich ein bisschen schwer sehen. Können wir das noch ein bisschen verändern? Ne, da sehen wir es gar nicht mehr. Hier sehen wir es ein bisschen besser. Ne, da sehen wir es gar nicht mehr. Also die vordere PTO. Hier sieht man so ein bisschen. Wenn wir die aktivieren, dann geht das hier ebenfalls an. Bei der hinteren. Ganz schwer hier zu sehen. Ja, bei der hinteren auch. Ist jetzt durchs Lenkrad verdeckt. Aber wenn wir es hier kurz klappen, dann sehen wir, dass das Symbol auch entsprechend beleuchtet ist. Mit Hedwig-System kann man da natürlich ein bisschen dran vorbeigucken. Ohne Hedwig-System ist das ein bisschen schwieriger. Was ist animiert? Habe ich Allrad und Diffsperren animiert? Allrad sehe ich jetzt hier nicht. Beziehungsweise müssen wir auch mal wieder vielleicht das Ganze hochklappen, denn dann kommen noch ein paar Symboliken. Das hier ist ja das Allrad-Symbol. Es ist schwer zu sehen, um ehrlich zu sein. Ja, das Allrad-Symbol, man sieht das jetzt hier ganz schlecht, aber das Allrad-Symbol ist ebenfalls animiert und leuchtet auf. Vielleicht können wir uns das Ganze im Lichttest dann nochmal genauer anschauen. Bei der Diffsperre ist es ebenso der Fall. Wenn ich die hintere Diffsperre aktiviere, wird auch das Symbol entsprechend aktiviert. Ansonsten, ja gut, Blinker etc. pp. Ist ja im Vorfeld schon animiert vom Spiel selber aus. Es ist ja wirklich etwas schwer zu erkennen. Hydrauliken, da können wir nochmal gucken. Nee, ich sehe da jetzt erstmal nichts. Es ist wirklich schwierig zu erkennen, sage ich mal. Vielleicht gucke ich ja nachher nochmal mit dem Hedwig-System so ein bisschen dran vorbei. Ansonsten Animationen. Haben wir Animationen bei den Hydrauliken? Nee, hatten wir ja vorhin auch nicht. Okay. Was ich noch entdeckt habe, ist auf jeden Fall, wenn wir hier GPS aktivieren, geht Autotrack an und es kommt ein weiterer IC-Punkt und dieser IC-Punkt sagt uns Autotrack Spurführung aktivieren. Bedeutet, ich gehe mal eben schnell in meine Einstellung und lade hier mal eine Spur. Und wenn ich dann hier drauf drücke, geht dann die Spur rein und das Symbol unten wird ebenfalls grün. Also ich kann das hier aktivieren und deaktivieren. Auch natürlich können wir das, wenn ich hier nur die Taste drücke, sehen wir das noch ein bisschen besser. Also die Spurführung animiert sowie entsprechend das ganze Auto-Truck-System. Sehr, sehr cool. Weitere DBL-Geschichten weiß ich jetzt an der Stelle gerade nicht. Es ist eine schöne kleine Integration.
Die ist auch super. Was willst du halt hier viel mehr machen? Es ist ein altes Fahrzeug. Wenn also die ganzen Kontrollleuchten hier entsprechend animiert sind, passt das. Hier im Bildschirm hast du ein bisschen was drin. Was man nochmal schnell gucken könnte, haben wir hier das Vorgewendemanagement irgendwo animiert. Nee, haben wir nicht animiert. Könnte man natürlich noch machen. Ist jetzt hier aber nicht. Ist auch nicht schlimm. Passt alles. Ich glaube, wenn ich jetzt das hier nochmal eben schnell aktiv schalte, das Lenksystem, und hier nochmal unseren Kurs nehme und dann hier kurz fahre, aha, dann haben wir hier eine entsprechende Nummer stehen, 5808, da weiß ich jetzt gar nicht, ist das hier irgendwie eine Breite 317, weiß ich gar nicht, was er uns damit sagen will. So, jetzt haben wir hier einen entsprechenden Kurs angelegt und wenn wir nochmal reingehen, sehen wir hier, wir sind genau drin und hier entfernen wir uns jetzt gerade von der Linie weg zur neuen Fahrgasse hin und hier werden wir jetzt genau in der nächsten drinne mit der Fahrzeugmitte. Man sieht das sehr schön. Also das ist ja auch sehr gut animiert. Genauso wie die Gradzahl hier und die Richtung. Ja, die Richtung auch entsprechend. Finde ich sehr, sehr gut. Lenkspur 1. Haben wir noch irgendwas drin? Nee. Aber das ist eine sehr, sehr coole Sache, weil wenn ihr jetzt quasi ohne HUD spielt, ne, könnt ihr sehr gut sehen. Ihr seht ja sonst nicht, wo kommt die nächste Spur. Und anhand dieser Grafik könnt ihr das sehen. Und das dient halt auch dazu, dass du schon etwas weicher einlenken kannst. Denn wenn ich jetzt hier so hart stehe und die GPS-Lenkung aktiviere, würde er sehr aggressiv entsprechend in die Bahn reinlenken. Und dann entstehen auch beim Drillen Dreiecke und so weiter und so fort. Also es dient auch dazu, eben ein bisschen zu sehen, dass ich weich in die nächste Fahrspur reinkomme. Ja, wie gesagt, mehr Dashboard Live konnte ich jetzt hier nicht entdecken. Das ist aber, finde ich, für einen 7810er völlig in Ordnung, völlig ausreichend und sehr schön, dass es mit dabei ist. So, nun haben wir uns eine ganze Menge angeschaut. Jetzt wollen wir aber auch mal wissen, wie fährt sich das Ganze? Und dafür bin ich jetzt hier nochmal auf das Power Quad Getriebe gegangen, mit dem wir entsprechend beginnen. Ich werde dann natürlich auch auf das Power Shift Getriebe wechseln und wir werden dann auch wieder die Zeiten messen. Es ist natürlich immer dann so ein bisschen subjektiv, je nachdem, wie gut ich schalte oder wie schlecht ich eben schalte. Aber es ist mal, glaube ich, ganz interessant auszuprobieren. Zumindest habe ich da Bock drauf. So, wir starten erstmal. Besonderheit, ihr seht schon, ich habe jetzt hier mein Schaltgetriebe eingeblendet. Was ihr nicht seht, ich habe oben an meinem Joystick noch zwei Knöpfe, mit denen ich dann hier entsprechend die Übersetzungen oder die Lastschaltstufen durchschalten kann. So, wir gehen, denke ich, zum Anfahren schon mal in die 3 rein. Wir haben den Annaburger voll beladen hinten dran. Wir sind zwar unter 200 PS, aber wir haben 6 Zylinder und wir haben Hubraum. So,
Dann fahren wir hier schon mal seicht los. Ich bleib erstmal im dritten Gang, also hier in C drin. Das werde ich jetzt gleich wechseln, wenn wir hier lang fahren. Gangwechsel. Dann kann man das hier auch sehr schön über die, ja, ich sag mal, über die Lastschaltstufen machen. Vielleicht werde ich das besser an meinem zweiten Shifter machen. Ich habe links von mir einen zweiten Shifter. Ihr seht schon, wie der Arm hier rüber geht. Und da kann ich die Lastschaltstufen dann auch nochmal durchschalten. Aber ich denke mal, ich bleibe jetzt hier in der Lastschaltstufe 2 für unseren Test und werde das Ganze dann jetzt hier manuell durchhalten. Ich werde jetzt in der B starten. Ja, maximale Geschwindigkeit wären rein theoretisch 40 km/h. Ich würde sagen, auf geht's. Ah, hier müssen wir schon mit den Lastschaltstufen arbeiten wahrscheinlich. Na, es geht. Ja, so ein klein bisschen Schlupf. 100% Motorlast ist auch drin, aber er zieht noch. Wir sind nicht besonders schnell, es geht berghoch, alles ist gut. Lastschaltstufe 2. Lastschaltstufe 3. Lastschaltstufe 4. Da haben wir die 40, 41 km/h. Es zieht sich geschalten mit Lastschaltstufe natürlich ein bisschen. 43 km/h, haben wir jetzt hier 45 km/h. Das ist die Spitze. 45, das ist die absolute Spitze bei guten knapp 2100 Umdrehungen. Es ist natürlich cool zu schalten, sag ich mal, wenn man auf dem Acker ist. Für einen reinen Lastbetrieb, für einen reinen Straßentransportbetrieb ist das Powerquad-Getriebe vielleicht nicht das Richtige, aber es ist gut animiert, es passt von den Gängen her, wie man das schön erkennen kann, wunderbar, sehr, sehr cool, ja, passt wunderbar, auch die Lastschaltstufen, 1, 2, 3 und 4, und wenn ich dann natürlich noch den Richtungswechsel vollziehe, passt das auch wunderbar. So, das ist der Test mit dem Powerquad, wir, ja, gucken wir, dass wir uns jetzt das Power-Shift-Getriebe mal etwas genauer anschauen. Dazu werde ich jetzt hier auch meinen Shifter nochmal umbauen. So, Freunde, wir haben umgerüstet zum Power-Shift-Getriebe. Wir sehen das jetzt ja schon, 19 vorwärts, 7 Rückwärtsgänge. Und ich habe auch hier meinen Shifter auf sequenziell umgerüstet. Heißt, ich trete jetzt hier, ihr seht das, die Kupplung. Klick ein nach vorn und zack, gehen hier auch die Gänge hoch. Ja, ich würde persönlich auf der 12 anfahren wollen. Die haben wir jetzt drin. Ich stehe auf der Kupplung. Wir machen das gleiche wieder in grün, ziehen jetzt hier durch bis zur Endgeschwindigkeit und schauen mal, wie sich das Getriebe so macht. Los geht's. Dabei überspringe ich auch gern mal einen Gang. Beim Schalten muss ich nicht kuppeln. Das ist schon mal ein Vorteil in der Geschwindigkeit. Ansonsten leistungstechnisch, ja doch, ich denke im Transport kommt das Powershift besser. Definitiv. Hier müssen wir nochmal runterschalten.
Da haben wir auch schon den 19. Gang. Wir sehen das auch sehr schön hier vorne in der Anzeige. Gangwahl. So, da müssen wir weiter draufhalten. Ja, und da ist bei 41 km/h Schluss. Also, wir merken, im Power Quad haben wir ein paar km/h mehr. Im Power Shift 42 jetzt. Ja, aber das auch nur bergab. Also 41 ist dann wirklich Ende Gelände. Ah, ne, gut, die 42 hält auch. Nein, 41. 41 passt. Ich persönlich würde trotzdem immer dieses Getriebe hier wählen. Ich halte es für wesentlich besser. Normal könnte man jetzt auch sicherlich, wenn man auf der Kupplung steht, den Schalter einmal komplett runterreißen und zum Beispiel auf P gehen. Ich muss jetzt hier natürlich durchklicken. Oder ich gehe auf die Parkbremse. Dann switcht er hier natürlich auch rein. Kann ich aber nicht von der Kupplung gehen, dann säuft er nämlich ab. Vielleicht wäre hier noch die Option zu sagen, okay, ich fahre ohne Kupplung. Das heißt zwar manuell, aber ohne Kupplung. Da muss ich nicht immer auf der Kupplung stehen. Dann merkt ihr aber schon, das ist mit dem Anfahren, wenn ich das jetzt nochmal probiere in der 12 ohne Kupplung. Nö, das ist auch gut. Vorteil wäre, man könnte jetzt hier entsprechend stehen bleiben, ohne dass er absäuft. Ich kann aber auch einfach die Kupplung treten. Man sieht auch schon, er würde das jetzt hier, wenn ich ihn automatisch kuppeln lasse und ich bleibe auf der Bremse, würde er auch automatisch, also so oder so von sich aus, schon kuppeln. Gut, ich würde sagen, wir bleiben in dieser Getriebevariante, werden dann aufs Feld wechseln. Besonderheit, ich habe mir eure Kommentare, lese ich natürlich immer durch, und ich habe mir in den Kommentaren auch das eine Kommentar rausgepickt, wo stand, dass es mit dem Kerner Corona in der flachen und tiefen Bearbeitung irgendwie Probleme gibt, beziehungsweise das nicht ganz so funktioniert, wie es funktionieren sollte, es vertauscht ist oder dergleichen. Deshalb werde ich die Arbeitsgeräte entsprechend switchen. Also wir werden dann neue Standardarbeitsgeräte haben, aber in etwa natürlich irgendwo gleich gelagert. So, ja, Freunde, wir sehen uns gleich auf dem Acker wieder. So, Freunde, ich habe ein passendes Arbeitsgerät gefunden. Und zwar haben wir jetzt hier die Lemken Smaragd 9 Spielstandard, Spiel Vanilla. Braucht, glaube ich, 170 PS oder 180 PS. Also wir liegen ganz gut in so einem Bereich, wo wir das schön mit nutzen können. Und ich habe ihm nochmal 1,1 Tonnen. Frontgewicht gegönnt. So, Freunde, ich habe nochmal hin und her überlegt, ich bleibe bei den Kerner Corona Geräten, weil wir haben bis jetzt immer mit den Kerner Corona Geräten getestet, sowohl 3 Meter als auch 5 Meter. Wir lassen das jetzt so, wie es ist. So, wir gehen erstmal ins Fahrzeug, ich schalte den HUD ein, gehe aus meiner Parkbremse raus und werde, ja, in welchem Gang fahren wir an? Ich bin jetzt hier, ja, vielleicht in der 10. 1,1 Tonnen Frontgewicht habe ich ihm hier noch gegeben. Naja, irgendwie zappt der so ein bisschen hin und her. Weiß auch nicht, was das jetzt ist. Ja, ich würde sagen, wir rollen los und ich senke dann ab. Ja, da haben wir schon massiven Schlupf. Das heißt, wir geben ihm Allrad, die Diffsperre lassen wir aber mal noch aus. Ah, schwierig. Ich senke wie immer mal ab. Aha. Jetzt passt es. Das ist das, was so verdreht ist bei dem Kerner Corona. Soll mir jetzt aber auch reichlich egal sein. Tempomat kann ich hier nicht reinmachen. Das würde hier nicht passen. Weil wir hätten ja keinen und mein Handgas habe ich auch nicht mehr drin. Ich fahre jetzt ohne Realism Add-on Gearbox. Wir haben 80-90% Last in der Maschine, 9 km/h. Schaffen wir hier mit dem Kerner Corona 300. Gang weiter runter, macht jetzt auch nicht wirklich einen Unterschied. Wir werden einfach nur langsamer. Ja, wir sind in der Lastgrenze drin. Mehr ist hier einfach nicht drin. Schlupf ist okay, Schlupf passt. 8 km/h. So, Freunde, ich habe meine Schaltung umgebaut und auch hier sind wir wieder auf Power Quad. Ich würde sagen, wir starten in Gang C.
Achso, Lastschaltstufe 1, ich gehe mal hier ein bisschen zur Seite. Ah, das fühlt sich schon mal jetzt allein schon irgendwie ein bisschen geschmeidiger an. Ich weiß nicht, was das mit dem Powercord gerade war. Egal, wir senken ab und fahren los. Lastschaltstufe 1, 2, wow, 3, 4. Also wir sind zwar nur 100% Motorlast, aber 14 km/h. Dann muss ich meine Aussage zur Power des Fahrzeuges nochmal korrigieren. Ich weiß nicht, ob das dann gerade ein Fehler war an dem anderen Getriebe. Aber ich meine, wir könnten 17 jetzt hier in der Getriebestufe fahren, also im Gang C. Wobei, schaut mal, das jetzt haut auch hier. Ach, jetzt haben wir es. Da müssen wir nochmal runterschalten. So, jetzt. Jetzt haut das auch optisch hin. Easy. 17 könnten wir, 14 bis 15 schafft er. Also, ich muss mich korrigieren, hier ist entsprechend Leistung da. Ich glaube, ich konfiguriere jetzt eben nochmal schnell das Getriebe um, weil irgendwie kommt mir das ein bisschen merkwürdig vor, muss ich sagen. So, Freunde, ich habe nochmal umkonfiguriert, wie ihr sehen könnt, und ich will das jetzt nochmal checken. Auch hier fahren wir wieder in der 10 los, senken ab. Nee. Es bleibt dabei. Das Getriebe taugt definitiv nicht für die Ackerarbeit. Geil. Also wirklich cool. Übersetzt. Warte mal. Moment. Jetzt kommt er aber. Ich meine, man merkt trotzdem deutlich, dass das Power-Quad-Getriebe die bessere Option wäre als das Power-Shift-Getriebe hier. Aber er fährt besser als auf der ersten Bahn. Keine Ahnung, was da los war. Ich muss dazu sagen, dass ich das Fahrzeug auch immer mal hin und her springe, also quasi teleportiere. Und vielleicht ist da auch irgendwas schiefgegangen. Keine Ahnung. Deshalb nehme ich meine erste Bahn auch jetzt hier nochmal zurück. Er fährt ganz vernünftig. Nichtsdestotrotz, Powercord-Getriebe ist dennoch auf jeden Fall die bessere Option, meiner Meinung nach. Wir testen jetzt hier mal wieder die Dynamik des Fahrzeuges. Klar, nicht zu verwechseln mit der Dynamik eines Fahrzeuges von den Farming Dudes. Aber auch hier sehen wir schon, wir haben eine schöne Bewegung im Traktor drin. Und die finde ich gut. Die ist super, die ist ausreichend, die ist klasse. Schaut mal, das bewegt sich alles sehr, sehr schön. Sehr gut. Guck mal von außen. Nö, schöne Dynamik. Gefällt mir. Will ich nichts dran aussetzen. Getriebe, wie gesagt, ich hatte ja vorhin gesagt, ich würde das Getriebe immer wählen, aber jetzt, wo ich eben auf dem Acker war, wenn es eine Ackersau bei euch sein soll, nehmt das Powercord-Getriebe. Gut, wir gehen mal ins Fazit, würde ich sagen. Mein Fazit zum 7810 von Marmeladenbrötchen. Es ist ein sehr, sehr, sehr schönes, detailreiches Modell. Das kann man mal wieder nicht anders sagen. Sound ist hier nicht drin. Wie gesagt, ich nehme das weniger als Kritikpunkt, vielmehr als Hinweis, dass es da draußen andere Sounds gibt, die man ganz easy und ganz schnell da reinsetzen kann. Wie gesagt, das Video findet ihr entsprechend auch hier in der Videobeschreibung. Dann ist das auch eine super runde Sache. Fahrverhalten finde ich klasse. Zwei Getriebevarianten bzw. drei Getriebevarianten. Die Vanilla-Getriebevariante habe ich jetzt nicht getestet, da ich nicht im Automodus gefahren bin. Das könnt ihr natürlich auch gern noch für euch persönlich nachholen. Getriebevarianten drin ist Top-Motor-Varianten drin ist Top-Anbau-Geschichten, IC-Control. Ist alles prima. Dashboard Live hat er drin, also
ich würde sagen, wenn man hier noch IC Custom Sounds reinmachen würde, ist es der perfekte 7810 bzw. 7710. Muss ich ganz klar an dieser Stelle so sagen. Für mich persönlich meine Meinung. Auch die unterschiedlichen Lichtkegel, weil falls ihr das im Lichttest gesehen habt, ne, ob ich jetzt Top-Scheinwerfer oder Extra-Scheinwerfer nehme, die Lichtkegel verändern sich dann ständig so ein bisschen. Auch eine sehr, sehr schöne Angelegenheit. Also für mich eine sehr, sehr runde Sache. Sound noch oben drauf packen von den Acker-Designern. Wie gesagt, Link in der Videobeschreibung. Und dann ist das tippitoppi. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt viel Spaß beim Spielen, beim Testen dieses Fahrzeuges. Ihr findet das in der Modliste natürlich oder auch bei mir auf dem Discord im Downloads-Bereich. Bleibt gesund und munter, Freunde. Wir sehen uns im nächsten Let's Test. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.